Was ist das Schönes? Das haben wir noch nicht probiert. Was ist das zum Trainieren? Jo. Machen die auch noch einen Erstschlag? Nee, ich. So, das ist die XP-Farm. Verstehe ich schon. Da war ich im ganzen Spiel noch nicht, Leute. Aber das bringt mir jetzt nichts. Wir gehen wieder zurück. Hoffentlich kommt keiner mehr. Wo läufst du rein? Schuh! Wir gehen zum nächsten Fall über. Das ist die Eilieferung. Kunden sind sauer, weil Bestellungen nicht ankommen. Die Lieferanten kommen auch nicht zurück. Hilfe! Der Klient ist Digital Mammon. Ich werde es kontaktieren und um genauere Informationen zu dem Fall bitten. Wo warst du denn so lange? Ich habe gewartet, dieser Fall ist dringend. Ich habe in Eden eine Essenslieferungsseite, aber meine Angestellten sind nicht zurückgekommen. Ich habe es erst erfahren, als sich ein Kunde beschwerte, dass seine Bestellung nicht angekommen war. Ich kann es nicht fassen. Ich erreiche keinen von ihnen. Ich weiß nicht, was ich sonst noch tun soll. Und die Seite hatte sich gerade erst etabliert. Wie soll ich jetzt meine guten Bewertungen beibehalten? Von meinem Umsatz gar nicht erst zu reden. Machst du dir keine Sorgen um deine Mitarbeiter? Als Besitzer mache ich mir Sorgen um die Bewertung meiner Seite und meine Mitarbeiter. Natürlich mache ich mir mehr Sorgen über die Bewertung. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Finde meine Mitarbeiter und sage ihnen, sie sollen das Essen ausliefern. Dieser Fall ist wirklich wichtig. Der Erfolg meiner Seite steht auf dem Spiel. Vermassle das nicht. Hier ist eine Liste mit den Lieferadressen. Meine Mitarbeiter sollten unterwegs sein. Sage ihnen, dass ich wütend werde, wenn sie faulenzen. Was ich aber bezweifle. Sie wirkten alle so verlässlich in den Bewerbungsgesprächen und ich hatte noch nie mit ihnen Probleme. Es sieht ihnen gar nicht ähnlich, plötzlich so einfach zu verschwinden. Ärger? Das kann ich nicht ausschließen. Vielleicht wurden sie von einem bösen Digimon gefangen genommen. Hm? Apropos. Nein, das kann nicht sein. Ich habe an keinen speziellen gedacht. Ich habe mich bloß erinnert, wie viele verschiedene Arten von bösen Digimon es gibt. Beeil dich also und finde meine Mitarbeiter. Einer der Kuriere ist zur Ebene 4 von Kolon gegangen. Ich muss ihn finden. Ebene 4 Kolon. Das ist es. Ich glaube, wir können hier sogar durch. Dankeschön. Es ist schon wieder Ebene 5. Komm, dann gehen wir wieder zurück. Das ist mir zu neu. Versuchen jetzt mal zu hacken. Wenn wir die Tarnkappe anhaben. Schon wieder weg. Ah, hier oben ist irgendwas.
Okay, da kommen trotzdem Randoms. Egal. Kriegen wir auch noch weg. Alter Schwede. Nein! Wie stark sind die denn, ey? Erstmal hier. Dankeschön. Das tut denen gar nicht weh. Aua! Ja, mein Team ist nicht optimal aufgestellt. Gut. Das ist ein Mitarbeiter oder was? Ja, ich liefere für Digitamamon aus. Wer bist du? Das ist ein Vegimon. Er ist wütend, weil die Lieferung spät dran ist. Also wirklich, ich habe nur kurz Pause gemacht. Ich arbeite für den Mindestlohn. Das kommt Sklavenarbeit gleich. Ich kann das nicht mehr machen. Vielleicht werde ich woanders arbeiten. Mir wurde sogar ein Job angeboten. Ja, von einem von Digitamamons Konkurrenten. Vere Garurumon leitet das Unternehmen. Ich wollte das für mich behalten, aber jetzt habe ich es ausgeplaudert. Sag es niemandem, vor allem nicht meinem Chef. Du willst wissen, wo die anderen sind? Warum? Hast du was mit Pagumon und Demi-Devimon zu tun? Sie sollten hier in der Nähe sein. Ich muss eine Lieferung schnell zustellen und habe schon genug Zeit verschwendet. Ich muss los. Wir haben eine neue URL. Weiß ich, für welche Bereiche die anderen Mitarbeiter zuständig sind. Suchen wir auf der Lieferroute. Genau, das würde ich auch sagen. Oh, das ist gut. Kommen aber auch schnelle Randoms. Oh Gott. Komm. Danke. Guter Angriff. Das tut weh. Okay, bei dem nicht. Der ist weg. Tschüssi. Was schläge ich da nochmal zurück? Plastikbrand? Naja. Und das hat gereicht. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, ein weiteres Digimon mitzunehmen. Das müssen wir danach tun. 43 auf Vere Garurumon. Matadoramon 41, Megadramon 40. Viseriumon 50. Noch eine Nachricht. Quizzeit. Die chinesische Kultur kennt 5 Elemente. Holz, Feuer, Wasser und Metall. Wir gehen mal zur neuen URL. Hier ist die Verteilerzone.
Moin. Oh, ist das schnell. Limitierungschip. Für Angriff. Okay, hier wiederum ist es sehr gut. Habe ich den Falschen erwischt, ne? Der nimmt aber Damage. Blauer Flammenatem. Aua! Daneben! Schön. Combo Attack. Rademann 47. Das war's auch schon wieder. Der Wachmann lässt mich nicht weitergehen. Die Lieferung wird sich verspäten. Lass mal das Hacking beginnen. Seh nur Stufe 3. Danke, jetzt wird der Chef nicht wütend auf mich. Was, der Chef hat dich geschickt? Alle Lieferungen sind spät dran? Jemand behindert auch die anderen? Ich weiß nicht, wer es ist, aber es nervt wirklich. Du willst wissen, ob Veriga Rurumon mir einen Job angeboten hat? Woher weißt du davon? Das stimmt, aber ich habe abgelehnt. Ich schulde meinem Chef was. Du glaubst doch nicht etwa, dass Veriga Rurumon dahinter steckt, oder? Vielleicht doch. Veriga Rurumon, aus dem Weg. Ich bin mit meiner Lieferung spät dran. Das war die Stimme von Demi Devimon. Es scheint, als ob Veriga Rurumon etwas im Schilde führt. Lassen wir mal da. So. Gleich zu Beginn die Combo-Attacke. Die hat gesessen. Ja, der ist gut gepanzert. Erdbeben. Und den müssen wir jetzt länger bearbeiten. Oder doch nicht? Na gut, wir haben ihn. Er ist natürlich sehr langsam. Mega Seedramon 51. Hier oben wäre auch noch einer. Vielleicht kommen wir jetzt dahin. So, zweimal Datei. Mache ich sehr gern. Das heißt, zweimal XP abräumen. Oh, nee. Der blockt auch noch. Ganz schön frech. Das ist ganz schön frech. Veriga Rurumon, ey. Kein Level Up. Wir haben eine Medaille erhalten und gehen wieder einen Stock weiter. Hier könnte ich heilen, brauche ich aber nicht. Okay, ihr zwei. Hä? Komm schon, Demi Devimon. Ich verspreche, dass es sich für dich lohnen wird. Ich habe doch gesagt, dass ich nicht für dich arbeiten will. Was ist so schlimm daran, für mich zu arbeiten? Ich habe doch gesagt, dass ich das Doppelte bezahle. Warum willst du bei Digitamamon bleiben? Ich
bin dort sehr zufrieden. Ich hätte gern mehr Geld, aber dafür müsste ich auch mehr arbeiten, nicht wahr? Nur etwas mehr. Wie viel ist nur etwas mehr? Wenn ich doppelt so viel zahle, würde ich natürlich erwarten, dass du doppelt so hart arbeitest. Das ist nur fair, oder? Das ist zu viel, das schaffe ich nicht. Es ist nur die doppelte Arbeit. Du bist nutzlos. Na schön, ich ziehe mein Angebot zurück. Aus dem Weg jetzt. Ich lass dich jetzt nicht vorbei. In Eden kann es nur eine Essenlieferungsseite geben. Meine. Mal sehen, wie sehr die Bewertungen von Digitamamon nach unten gehen, wenn die Kunden ihre Bestellung nicht erhalten. Hey, das kannst du nicht machen. Was machst du hier? Dies ist eine Angelegenheit zwischen Digimon. Halt dich da raus, Mensch. Nein? Ach, verstehe. Du arbeitest wohl für Digitamamon. In dem Fall. Nimm das. Ich will hier die falschen ausgesucht. Oh Gott. Das wird nicht viel bringen. Nee. Ich muss auswechseln gleich. Noch zwei Serum bringen. Okay, das hat sich wohl erübrigt. Mega Seedramon, richtig hot. Ah! Du sagst, ich wäre hinterhältig, ich tue nur, was Menschen tun, ich versuche die Konkurrenz zu übertrumpfen. Das machen doch alle. Dann wird auch jemand das gleiche mit dir machen. Wenn ich nicht aufhöre, die Lieferungen zu blockieren, macht Digitamamon das gleiche mit mir? Ach, das wäre nicht gut. Ich verstehe, ich werde damit aufhören. Wow, du hast Verigarurumon überzeugt, damit aufzuhören. Das ist fantastisch. Danke, Herr Hacker, jetzt kann ich meine Lieferung zustellen. Ich sollte mich lieber beeilen. Tschüss. Du hast mich wirklich gerettet. Meine Mitarbeiter haben mir gerade gesagt, dass alle Lieferungen zugestellt worden sind. Ich hätte wissen sollen, dass Verigarurumon dahinter steckt. Als ich dachte, dass ein böses Digimon sie gefangen genommen hat, habe ich an die Konkurrenz gedacht. Ich lag nicht falsch. Zu versuchen, meine Bewertungen zu manipulieren. Selbst für einen Konkurrenten ist das mies. Nichts ist mir wichtiger als meine Mitarbeiter. Du meinst, dass mir die Bewertungen meiner Seite wichtiger sind als meine Mitarbeiter? Das ist nicht wahr, sie sind genauso wichtig, zumindest denke ich das jetzt. Mir ist jetzt klar geworden, dass es wichtig ist, einen einzigartigen Verkaufsanreiz zu haben, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Ich muss aus meinen Stärken Kapital schlagen, um die Popularität meiner Seite steigern. Ich will ein System entwickeln, bei dem Produkte 3 Stunden nach Bestellung geliefert werden. Jeff Bezos oder was? Hart für meine Mitarbeiter, das stimmt. Ich bin mir sicher, dass sie damit klarkommen. Aber meine Konkurrenten denken sicher genauso. Ah, eine weitere Bestellung ist eingetroffen. Ich muss los. Danke nochmal. Ich mache mir Sorgen um seine Mitarbeiter, aber hoffentlich kommen sie zurecht. Eilieferung erledigt. Hier ist noch eine Message. Metall ist richtig. Du bist fantastisch. Dankeschön. Wir reporten's. Gelöst.